hat sich ihr jemand weggepfeffert. Ich mag es nicht. Super sympathisch, wirklich super sympathisch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass... Aha. Ha! Ja, fick dich! Du Arschkeks. Alter. Ich hab mich sehr erschrocken. Warum machst du sowas? Hätte noch eine Gasmaske an. Hey, hier will ich nicht rein. Haha! Schade. Ich bin froh, dass der Presser einen Flammenwerfer hat. Geringfügig glücklich darüber bin ich wirklich. Ich hoffe nur, dass dem der Saft nicht ausgeht. Kommt her, ihr Buffes. Stirb. Na, ich erst so. Hier flammt, nehme ich alles. Da ist jemand. Komm schon her. Darf ich nicht. Das ist nichts. Tschüss. Alter Falter. Zeig dich. Los, wenn du dich traust. Ich glaube, ich hab hier irgendwas. Warte mal. Eröffne das Feuer. Oh. I'm sorry, darling, aber... Er hat eine leichte Hunderüstung an, das ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier, wie es mit Hilfsmitteln aussieht. Ob ich hier was gebackene Blähfliege. Klingt das super gut oder nicht? So, Frau, was hattest denn du so? Hier ist aber auch sehr idyllisch hier. Was wollten die hier machen? Hübsches Säckchen. Die haben hier wohl gefischt. Radioaktive Fische ist aber eine gute Idee. Klingt eher unschlau, ganz ehrlich. Sehr, sehr unschlau. Ich will bitte nicht gegen Supermutanten kämpfen, das wäre voll toll. Aber ich speichere mal wieder seit langem. Zur Hölle sind wir hier. Ein Rasenmäher, schön. Hallo? Was machst du, Preston? Oh, da wollte ich dich gerade verabschieden. Halt mit allem drauf, was du hast. Bitte was?
Ich hab doch nicht. Oh, warte. Sorry, Leute, aber ey, Alter, ohne Spaß. Ja. Weil das wird so, dieser Frecke ist doch wieder. Komm her, du Tier, du. Voll kritisch ausführen. Oh, fick die, Alter. Ich lebe noch, du Bitch. Immer schön kritisch. Das ist doof, Mann. Das ist doof. Das ist so doof. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Komm her, du Fisch. Komm her, du. Das ist mega gut, ja. Ist das Thema tot? Komm her, du. Schau mal, du Mann. Nicht so leicht, sie zu treffen. Geh kaputt, du Kackvieh. Das Gesicht, Junge. Oh, ist das schön. Jetzt komm her, du Tier. Kritisch, Junge, kritisch. Kritisch, Junge! Kritisch! Oh Gott, ist das hohl! Komm her! Irgendwas Nützliches? Naja, ja, schon so ein bisschen. Das ist durch. Ja, guck, das ist ein Mensch, mal Munition! Ich werd kaputt. Ich geh kaputt. Was so schön. Oh, ich finde keine Munition! Ich glaube, ich muss den Gottmodus anlassen. Einfach weil ich keine Munition verliere und ich halt schießen kann wie der Bekloppte. Ihr verzeiht es mir doch bestimmt, wenn ich Gottmodus spiele. Wie komme ich denn hier hoch? Wie bin ich denn hier runtergekommen? Überall nur Fels. Ah, ich bin richtig, glaube ich. Vielleicht. Bisschen. Besonders Todeskralle, Alter. Als wenn ich die Todeskralle jetzt überlebt hätte. Kinderkrippe. Schönen guten Tag. Wer ist denn hier der Zuständige? Hallo. Hey, du gehörst zu den Minutemen, oder? Ja. Die Minutemen sind immer bereit zu helfen. Worum geht's? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet. Und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr da draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Verständlich. Wo muss ich hin? Da lang. So, hier lang, da lang. Ghule töten, Alter. Ich finde die so eklig, die Ghule. Ja. Weil die einfach so garstig sind. Hier geht's ab, Mann. Nee, ich muss da lang. Da lang muss ich.
Die Atmosphäre von dem Spiel ist schon echt bedrückend, weil du einfach diese Radioaktivität die ganze Zeit so im Gefühl hast und dir denkst, also das ist zweiköpfige Kühe und so shit. Das geht ab. Aber ehrlich. Schon ziemlich garstig. So. Vielleicht haben wir es. Trainingsgelände der Nationalgarde. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Und die sind schon eine Weile tot. Warte mal, hier war ein Notfallsignal. Oder auch nicht. Da wäre nicht viel, der hat schon. Schalten wir sie aus. Wo ist denn hier jemand? Ach, guten Tag. Oh yes. Mal gucken, wo es hier reingeht. Hui. Komm, hier komme ich doch hoch. Hör auf, ich komme hier definitiv hoch. Siehst du? Hab ich es gesagt. Ich will da oben das Ding treffen. Zumindest ein bisschen. Komm schon. Wunderschön. Und das ist mal in die Nationalgarde reingehen. Offenbar hatten die ein kleines Ghoul-Problem. Das würden jetzt nicht überall die Ghoule rumrennen, oder? Spielzeugrakete in der Klasse. Super sympathisch hier. Schon ein bisschen blutig. Schickerbüste brauchen wir nicht unbedingt. Den Code kann ich nicht knacken. Das ist schlicht. Solche Dinge sind es, die mir Albträume bereiten. Oh, ja. Ich habe ein Holoband, warte mal. Holo. Wie kann ich mir denn das Holoband reinhören? Das war nochmal so ein Ding. Gucken wir mal, was hier oben so abgeht. Gar nicht mal so viel. Fällt einfach alles zusammen. Eieieiei.
die kann ich mir ins Band anhören. Das wäre mal übelst interessant, weil Kleidung und Hilfsmittel nicht. Diverses wahrscheinlich eher. Ritter Eslin ins Holoband. Ritter Terra Eslin, stählerne Bruderschaft. Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Okay. Ist zu gut geschützt. Na gut, dann gehen wir halt den anderen Weg raus, oder nicht? Commonwealth halt. Okay, also wir wissen jetzt, dass irgendwie eine Patrouille hier war. Und dann kam die Gule. Und dann war die Kacke am Dampf. So ziemlich. Nein, ich will da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Ich kann da drin ja nicht weitermachen. Okay, was haben wir also jetzt noch so? Aufgaben. Wir haben noch Juwel. Begib dich nach Diamond City. Ja, das würde ich eigentlich super gerne machen. Mit Diamond City ist ja hier unten gleich. Gehen wir zur Stadtbibliothek und rutschen dann rüber. Das hier habe ich platt gemacht. Mit Baseballschläger. Na, immerhin habe ich aber jetzt so ein bisschen Munition für meine Minigun. Deswegen sieht das nicht ganz so bekloppt aus, wenn ich Monster bekämpfe. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, oder? Ich meine, so hat man ein bisschen was zum Lachen gehabt, ne? Bisschen grenzwertig alles, aber es hat durchaus funktioniert. Zumindest bin ich davon überzeugt, dass man das so nennen kann. Es hat funktioniert. Ich glaube einfach, dass das Spiel für mich wahrscheinlich, ich meine, ich spiele schon auf einfach, ja. Ist halt doch relativ schwierig. Ist so viel Zeug, an das man denken muss. Muss gucken, dass du nicht zu verseucht bist. Du musst gucken, dass du genug Munition hast. Dann habe ich keine Ahnung, wo ich Munition herkriege. Weil da weiß ich noch nicht, wo Händler sind. Ich habe irgendwie bisher kaum Kontakt zu Menschen. Was auch ein bisschen merkwürdig ist, finde ich jetzt. Aber hey, man soll ja nicht meckern und so. Jetzt könnte ich mir dieses Raidercamp mal schnappen, hä? Wo die Assis waren. Oh, Freunde. Meine Rache wird zuckersüß sein. Du glaubst es? Nee, warte mal. Oh Gott. Map. Ja. Obwohl, an den konnte ich mich ja relativ gut vorbeischleichen. Müssen wir mal gucken. Die holen wir uns. Hallo? Du suchst Diamond City? Folge einfach den Zeichen. Was denn für Zeichen? Ich sehe keine Zeichen. Was zum? Wie was zum? Ich hab großes Bumm gehört. Warte mal. Garstige Supermutanten. Ich finde, eine müsste mal lange vom Krieg sein. Ich sticke an meinen Hardcore-Granaten.
Hier geht's ab, Freunde. Ne, der kann nicht, das ist klar. Ins Gesicht, Junge. Jetzt komme ich hoch, warte mal ab. Ich komme hoch. Gleich demnächst. Wie ich gut sterbe, ich sterbe noch bis ich tot, Freund. Bitteschön, Freund. Mann, Mann, Mann. Oh, der hat ein Lasergewehr, das nimmt mit. Hier ging ja voll die Kacke am Dampf mal bei. Hallo? Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Da stimme ich durchaus zu, denke ich mal. Obwohl ich keinerlei Bezahlung habe. Ich glaube, ich laufe voll falsch, oder? Nee. Jetzt geradeaus. I don't understand. Oh, fick dir, ne? Der war ein bisschen selbstmordgefährdet, der Junge. Sonst folge einfach den Zeichen nach Diamond City. Ich weiß nicht mal, wie die. Was? Guten Tag. Scheiße, du hast wohl keine Angst vor Mutanten, was? Du bist unsere Frau. Ja, ja. Ah, hier steht's. Ne, da musst du auch erstmal drauf kommen. Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich hab Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mach nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Ich weiß, dass du mich hören kannst, Danny. Mach das Tor auf. Hey, Piper. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Was? Wer bist du? Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Du zuerst. Nur zu gerne. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Sie sind die Basis einer jeden freien Gesellschaft. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Miss. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond...